Hallo und willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight. Ah, nein, ich habe kein Trinken. Egal. Willkommen zu... Oh, ich habe jetzt schon trockenen Mund, ne? Wenn ich weiß, dass ich kein Trinken habe, instant trockener Mund. Furchtbar. Ja, ich habe eine schlechte Nachricht. Es gibt ein Schneckenmount, aber das muss man sich wohl mühsam mit Dailies erspielen. Da bin ich ja ein Experte drin. Entschuldigung. Heißt aber auch, wir müssen schnellstmöglich die Dailies freischalten, denn jeder Tag ohne Daily ist ein Tag, an dem wir die Daily dann nachher nochmal machen müssen. Willkommen zurück, ich schmeiß mal die Kamera an. Hallo, Tag 2 nach Patch. Wir legen los, ohne Zeit zu verlieren. Verlasst, was? Unterstütztes Abkommen, ja. Ein bisschen, ja. Oh, war das eine Daily? Die Aufgabe mit dem Schneckenschleim ist weg. Oder? Nee, da ist sie. Und die Dailies müssen wir auch machen, ne? Oh. Oh mein Gott, ein Mount. Leute, da müssen wir hin. Schwefelödnis. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Schade. Die kann man daily töten, die Bosse, ja? Okay, ist also wie in Seraph Mortis. Okay, Schneckenschleim. Sammeln wir Schneckenschleim, meine Freunde. Läufer getötet. Diese kleinen Kristallsplitter sind wirklich niedlich. Aber die Großen trampeln hier herum und richten Chaos an. Das ist aber wenn man einmal richtig draufhaut, werden sie gleich wieder süß. Okay, wir müssen... Das ist jetzt eine Weltquest übrigens, ne? Wer gerade irritiert ist, jetzt werfe ich gerade alles durcheinander. Ich bin außer Reichweite. Lebende Ansammlung poliert. Lebende Ansammlung poliert. Oh no! Dahin schleichender Verschlinger. Also ich mag ja echt die... Ich mag ja echt die, ne, die Lavaschnecke, aber die sind schon süß. Muss ich schon zugeben. Verstehe ich das richtig, dass man die Großen tötet und dann die Kleinen poliert? Und wie soll ich das microen, ohne dass mich dann, dass jemand kommt und stört? Eins. Okay, die sind aber auch so hier. Dann habe ich nichts gesagt. Die spawnen aber, wenn jemand die poliert hat. Die wollen nur einmal poliert werden. Muss ich echt die Schnecken töten. Wirft das Lasso nach einer Schnecke, um sie zu bändigen und ihren Schleim einzusammeln. Werft dieses Lasso, um die am besten riechende Schnecke einzufangen, die Zaralek zu bieten hat.
Darf ich die gar nicht angreifen, oder was? Oh, Leute. Die erste Daily, schon eine Katastrophe, ne? Diese Schnecke ist bereits tot. Oder? Ich bin verstört. Ups. Der Soundtrack ist wunderschön, mysteriös, passt zu dieser Neltarion-Thematik. Aber was ist bitte gerade mit dieser Weltquest hier los? Ich finde, das ist mit Abstand die beste, wohlriechende Schnecke. What? Jo, wir gehen halt in der Schnecke spazieren, warum nicht, ne? Jetzt hier? Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss näher ran. Was? Ich bin außer Reichweite. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, okay, das ist jetzt gerade ein Event, ja? Dieses Horn hier. Belohnung des Träumers. Nee. Wirbeln das Sophia. Primalisten haben Pylonen aufgestellt und erfüllen die Kristallfelder mit Energie. Ich habe kein Ziel. Ah, okay, erst die hier schwächen. Okay. Ausgegrabene duftende Münze, das hier. Okay, Weltereignisse, was ist das hier? Monumentenpflege. Zerbeugene Statue wiederhergestellt. Sieht doch gut aus. Ich brauche ein Ziel. Okay, nee, komm. Ja, wir haben, wir wollten gerade die Weltquest noch machen. Machen wir die Weltquest, dann geben wir die Schleime ab. Und dann machen wir erstmal hier die Quest. Wir müssen jetzt, wir dürfen auch nicht alles durcheinander werfen. Wir können aber schon mal die, genau. Drachenglöfe mitnehmen. Okay. So, wer will gern poliert werden, Leute?
Ist natürlich äußerst ärgerlich, wenn Leute das nicht verstehen, ne? So wie ich wollen. Das ist zu weit entfernt. Komm, mach Splitter. Ist süß. Ist süß, dass die dann lieb werden, wenn man die poliert hat. Finde ich knuffig. Nicht töten. Ah, viel besser. Sie duften so viel süßer und ruhiger. Ja, absolut. Absolut. Okay, wir geben den Schleim ab. Ruf 75. Wir werden mit Ruf überhäuft, ich merke schon. Schleim. Angebote so gut, die entgehen keiner Nase. Schneckenschleim ist die Grundlage der meisten unserer Räucherwerke. Ihr habt eine Nase für gute Angebote. Hat Aurentia euch geschickt? Dieser Schneckenschleim ist wirklich exquisit, daraus lässt sich ein tolles Räucherwerk herstellen. Kommt wieder, ja? Es kommt nicht oft vor, dass wir hier Oberländer zu Gesicht bekommen. Honigpelz muss einen guten Grund gehabt haben, euch zu mir zu schicken. Sie vertraut nicht jedem, wenn es um Räucherwerk geht. Den Sippen ist ein Räucherwerk hier ein und alles, ne? Jedes riecht einzigartig und wir benutzen sie, um uns gegenseitig zu identifizieren. Das Herstellen von Räucherwerk ist eine heikle Angelegenheit. Geht einfach rüber zu dem Kessel. Dann werden Marie, Chili und ich euch helfen, einen Ersatz herzustellen. Ich hab später noch mehr ausgebuddelt. Braut. Okay, also Schneckenschleim. Käfer. Kristalle. Mhm. Schnuppert ihr da ein Angebot, das euch gefällt? Gar nicht so schlecht für den ersten Versuch. Ihr solltet es dort ablegen, wo es hingehört. Oh, danke euch. Das ist ein sehr kräftiges Räucherwerk, das ihr hergestellt habt. Normalerweise dauert es ewig, damit es so gut wird. Aber jetzt muss ich selbst etwas brauen. Also geht da raus und stellt es an den richtigen Orten auf. Wenn ihr es getan habt, wird Honigpelz ganz sicher davon hören wollen. Meldet euch dann bei ihr, wenn ihr damit fertig seid. Kommt wieder, ja? Okay. Ist das wegen Marie Curie? Nee, Marie Chélie. Könnte man meinen. Niffen-Räucherwerk. Ja, mir gefällt's aber. Oh mein Gott. Ich muss so eine Schnecke haben. Einfach die Drogbar hier, ich find's immer noch geil. Vor allem sind die auch einfach, guck mal, so Liefer-Niffen unterwegs. Das hat schon was. Hui! Mammutfelsschnecke. Lieferung für Loam. Da ist Arborus. Oh, eine Motte. Und das ist schon nice, oder? Oder? Ja.
riecht nach großen Abenteuern. Ich danke euch, das konnte Citro. Konnte er euch helfen? Schnuppert nach guten Fluchtwegen. Ja, natürlich hat er mir geholfen. Oh mein Gott, bald. Tauschhandel in Loam. Was? Ja, okay. Wir wollen ja alle Aufgaben mitnehmen, ne, wenn ihr euch wundert. Eieiei, was ist denn hier los? Ha! Hab euch schon kommen gerochen! Ihr seid ein gutes Stück näher daran, das gute Zeug zu riechen. Ha, ihr habt meinen Dank. Bis dann! What? Oh, okay. Aber ich würde den Set-Boni gerade eher behalten. Die Himmel rufen mich. Achso, wir haben gerade so ein Wappen hergestellt. Genau, wir haben gerade ein Schattenflammenwappen hergestellt. Perfekt. Aufwertungsspezialisten können immer feststellen, ob für eure Auswertung Wappen benötigt werden. Und wenn wir schon beim Thema Macht sind, hier, nehmt diese Schmuckstücke. Mir wurde aufgetragen, sie als Willkommensgeschenke an Loams Neuankömmlinge zu verteilen. Wir können das Schmuckstück in unsere neue Lektion einsetzen. Auf bald. In der nächsten Lektion. Findet Stärke in Einigkeit. Jetzt, da ihr die Grundlagen kennt, fällt es euch vielleicht leichter, niedrigstufige Ausrüstung aufzuwerten. Nehmt das Räuchergefäß der Freundschaft zum Beispiel. Wenn ihr in der Vergangenheit mächtige Schmuckstücke erhalten habt, kostete es uns weniger Ressourcen, das Schmuckstück aufzuwerten. Euch wird auffallen, dass ihr weniger Flugsteine benötigt. Und Wappen sind auch nicht erforderlich. Na los, versucht das Schmuckstück oder einen anderen niedrigstufigen Ausrüstungsgegenstand von euch aufzuwerten. Falls ihr noch ein Schmuckstück braucht, Gastwirtin Floressa verkauft welche. Seid kühn und wahrhaft. Was ihr sucht. Mit diesem Wissen habt ihr meinen Segen, voranzuschreiten und die Macht zu erreichen, von der ihr stets geträumt habt. Wenn ihr je eine Auffrischung braucht, könnt ihr einfach mit mir reden. Es ist eine Welt der Wunder. Can't carry so more. Viele Möglichkeiten. Ja, das ist ein sehr cooles System, weil es vor allen Dingen auch endlich mal Spielern die Möglichkeit lässt, auch mit PvE spielen. Oder mit PvP. Ah, weg damit. Auch wenn man nur PvE spielt, gute Ausrüstung zu bekommen. Finde ich stark. Finde ich cool. Urzeitliches Chaos hat keine Funktion mehr. Okay. Möge unsere Suche fruchtbar sein. Mhm. Ich tue meine Pflicht. Ja, ja. Klarer Himmel und starke Winde. Mhm. Ist cool, dass man jetzt auch ohne PvP oder ohne Mythic Plus gute Ausrüstung bekommt. Nur mit PvE-Inhalten. Und Singleplayer-Inhalten. Ist schon cool. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Warum war das denn jetzt her? Habt ihr die andere Hälfte des Funken gefunden? Selama Ashalenore. Ausgezeichnet. Wenn ihr weitere gesplitterte Funken findet, dann vereint sie, um eure Handwerkswaren zu verbessern. Für den Sonnenbrunnen. War das in der Kiste drin oder wo haben wir die her? Funken der Schattenflamme herstellen. Gewährt die folgende Eigenschaft. Legt die Anfangsgegenstandsstufe je nach Herstellungsqualität fest und markiert den Gegenstand als Schattenflammen gefertigt.
Mhm, okay, das ist so ein... Ich verstehe schon. Ah, ja, ja. Okay. Ah, okay. Es ist ziemlich viel auf einmal gerade. Heiße Angelegenheit. Brücknerschlamm entleert. Entführte Niffen befreit. Niffengreifer. Ja, wir machen mal zukünftige Aspekte, oder? Wir wollen mit Honigpelz gemeinsam, Moment, wie war das nochmal? So. Genau, Übysian war der Questgeber. Übysian möchte nämlich Glutal dabei helfen, die nächsten Schritte von Fyrak herauszufinden. Es beunruhigt mich, dass wir uns in unseren Bemühungen verzetteln, aber ich verstehe auf Anhieb ihre Motivation bezüglich unserer nächsten Schritte gegen Fyrak. Ich werde Glutal helfen, so wie ich es versprochen habe. Meine Brüder haben kein Interesse an die Splitterflammen zu untersuchen. Okay, also das geht sich jetzt darum, dass wir die Splitterflammen finden wollen. Denn auch da haben wir noch eine Rechnung offen. Denkt zurück an die verbotene Insel, was da geschehen ist. Glutal hat Drache geschworen. Und die werden wir ihr versuchen jetzt zu geben. Schuppenkommandantin Glutal. Was habt ihr zu berichten? Wir wissen, dass Sarkareth versucht, Spuren von Neltharion zu finden, aber wonach sucht er? Sind die Splitterflammen hier ein Aufklärungstrupp? Ihr riecht süß! Hallo, Perisimona. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr uns weiterhilft. Glutal klärt euch darüber auf, was wir bisher in Erfahrung bringen konnten. Die Aspekte mögen euch schützen. Leute, ich muss mir Trinken holen. Ich habe das Gefühl, ich verdurste. Moment. So, aus dem Trinken holen wurde leider auch ein schnell aufräumen und den Saugroboter anschmeißen. So, Glutal will uns erzählen, was bis jetzt über die Splitterflammen in Erfahrung gebracht wurde. Ich bin bereit zu dienen. Wir wissen, dass Sarkareth versucht, Spuren von Neltharion zu finden. Bleibt aufrichtig. Perisimona hat mir von ihrem Lebenspartner Tuberos erzählt und gesagt, was sie über sein Verschwinden weiß. Tuberos hat einen Kunden von der Drachenschuppen-Expedition durch Ruinen dieser Gegend geführt. Es klingt, als wäre sie dabei auf die Splitterflammen gestoßen. Ich möchte sie lieber nicht selbst suchen, denn das würde Sarkareth meine Anwesenheit verraten. Wollt ihr uns helfen, indem ihr Tuberos und seinen Kunden findet und rettet? Vielleicht kann er uns dann in Neltharions Hort führen. Klare Himmel und starke Winde. Es spielt keine Rolle mehr, wie die Splitterflammen herkamen. Jetzt müssen wir in Erfahrung bringen, weshalb. Was befindet sich in diesem Gewölbe, auf das Sarkareth es abgesehen hat? Wenn ihr in ihrem Lager seid, sucht nach Notizen, Forschungstexten, Tagebüchern, was immer Aufschluss über ihre Absichten geben könnte. Bitte bringt mir, was ihr auch finden könnt. Dient ehrenhaft. Okay. Verteidiger der Splitterflammen. Naja, also kann gleich sein, dass ihr hier und da mal kleine Staubsaugergeräusche hört. Wundert euch nicht. Ich muss näher ran. Diese Tunichtgute entführen unschuldige Niffen und stecken sie in Käfige. So etwas gehört sich nicht. Bin ich voll dabei, Honigpelz. Oh, er liest doch nur.
Ah ja. Expeditionsbericht. What? Drakonischer Text. Endlich! Ein Hinweis zu Abaros. In der Nähe befindet sich ein Gewölbe, das Kopien von allen Plänen und Basen Neltarions beinhaltet. Ich muss hineingelangen. Ah, ja. Also will auch er Abaros finden, genau wie die Inkarnation, schon klar. Vater hat das verlassene Titanengewölbe im Süden beansprucht und des Nal Kaskol getaucht. Diese Aufzeichnungen beinhalten neben anderen archäologischen Funden auch Informationsbruchstücke zu Abaros und einem Titanengewölbe. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Kann es sein, hat Vater dieses Artefakt in Nal Kaskol verborgen? Ich brauche es. Die Bruchstücke von dem Titanenhandschuh, mit dem er die Draktür kontrolliert hat, vielleicht? Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Sechs von sechs, okay. Ah ja, hier ist Tuberos. Schön, euch zu riechen. Ran. Den kennen wir doch. Passt auf euch auf. Tobi und ich haben uns gerade einige Titanruinen angesehen und plötzlich, zack, das Licht ging aus und ich wurde hergebracht. Die haben mir einen Sack über den Kopf gestülpt. Es war dunkel, ich konnte gar nichts sehen. Gut, bis später. Unhöfliche Splittertypen. Sie haben sich an uns angeschlichen. Meine Nase war nicht an einen Geruch gewöhnt und ich habe gesagt, ich werde Führer und Leibwache sein, aber ich habe keine Erstattungen. Ich gebe keine Erstattungen für unvorhersehbare Umstände. Ja, ich bin hier, um euch zu befreien. Huch, frohe Geruchsspuren. Der Sippschaft sei Dank. Ihr habt uns befreit. Oh, danke, dass ihr uns gerettet habt. Aha. Seid ihr es wirklich? Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ja. Wir müssen hier raus. Danke, Champion. Gut, dass ihr anständig seid und niemanden entführt. Ich meine, egal. Folgt mir einfach. Alles klar. Gar kein Problem. Lauft schon mal vor. Ups. Ich habe kein Ziel. Das Geflüster hat mich durch den Schleier der Lügen blicken lassen und nun bin ich frei. Abaros wird verschlossen bleiben und die Schlüssel verborgen in Nal Kaskol. Okay. Also in Abaros ist irgendein Artefakt. Und die Schlüssel sind dann wahrscheinlich in dieser Titanruine hier, oder was? Futterräubchen! Ich wusste es doch! Schneckelein, es geht dir gut!
Ich dachte, ich würde dich nie wieder riechen. Ich dachte, Futterräubchen wäre was zu essen. Das ist ein Kosename? Ich will euer Wiedersehen nicht stören, aber... Die Splitterflammen hatten so viele Informationen in ihrem Lager. Wo und wie sie die alle gesammelt haben, weiß ich nicht. Ich habe mir einige ihrer Entdeckungen angesehen und von einem Ort namens Aberus gelesen, wo so zwielichtige Dinge vorgefallen sind, das glaubt ihr nicht. Dann sagte Tobi irgendwas von Verstecken, bevor mir jemand einen Jutesack über den Kopf stülpte. Sie hätten ihn ja wenigstens waschen können. Habt ihr schon mal das Innere von einem Jutesack gerochen? Nicht zu empfehlen. Oh, Tag auch, Chef. Wir werden unser Schicksal finden. Es ist an der Zeit, zu dem zurückzukehren, weswegen wir hier sind. Wir müssen Sakareth finden. Ich werde die Niffen und Ranan wieder nach Loam schicken. Dort ist es sicher. Dient ehrenhaft. Konntet ihr etwas herausfinden? Wir werden unser Schicksal finden. Die Notizen offenbaren Beunruhigendes, aber sie erklären nicht, warum Sakareth versucht, Aberus zu finden und sich Zutritt zu verschaffen. Wir können es wohl nur herausfinden, wenn wir ihn einholen. Ja gut, da war irgendwie von einem Artefakt die Rede. Bleibt aufrichtig. Klare Himmel. Wessen Gewölbe ist das eigentlich? Ich weiß nicht, was wir im Gewölbe finden werden oder warum Sakareth dort hinein will, aber ich hoffe, dass wir nicht zu spät kommen. Bevor wir fortfahren, sollte Tuberos, Ranan und Peri Simona wieder nach Loam führen. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid, weiterzuziehen. Dient ehrenhaft. Es gibt viel zu tun. Dann ist Sakareth hier in Nalxorkol. Wir sollten aufbrechen, bevor er findet, was er sucht. Er sorgt gerade das Badezimmer. Ich bin bereit. Wir müssen zum Gewölbe. Der Rest von euch sollte zurück nach Loam, wo es sicherer ist. Was? Bei all den großen Schnecken, giftigen Motten und Splitterflammen bleibe ich doch lieber bei euch. Aber danke. Alle? Leute. Außerdem, wie kommt ihr darauf? Ihr hättet das sagen. Ich bin Schuppenkommandantin Glutal und das ist Ibysian. Pff, klar. Oh, ihr seid es wirklich. Ich, nichts für ungut, aber ich dachte, ihr wärt größer oder würdet fieser aussehen. Wisst ihr, Drachen, Traktür? Das Taurin-Ding habt ihr echt drauf. Ihr seht wie einer aus, riecht wie einer und, ich sollte lieber aufhören. Ja, Ibysian ist ja... Aber wenn ihr zum Titanengewölbe wollt, bin ich genau der Richtige für euer Team. Team? Natürlich, ich weiß viel über die Titanen. Und Tobi hier, der weiß auch viel über sie. Ein Experte wie... Eure Expertise könnte hilfreich sein. Wenn ihr bleibt, dann bleibt in meiner Nähe. Ich will nicht, dass euch etwas zustößt. Ja, denkt dran, dass Ibysian seine Gestalt als Taure ja gewählt hat. Er ist ja eigentlich ein Drache. Ne? Ich bin außer Reichweite. Ein Sohn Neltarions. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die Tür sieht ziemlich zu aus. Oh, braucht ihr einen Weg? Wer auch immer dieser Sakareth ist, er nimmt uns alle unsere ganzen Schätze. Ihr solltet ihn vor die Tür setzen und sagen, dass er hier nie wieder rumschnüffeln soll. Ich rieche euch später. Schaut, wie mein Schnickelein dasteht und allen sagt, was sie zu tun haben. Ich konnte schon immer den Duft der Sippschaft an ihm riechen. Er macht mich so stolz. Diese Tür ist ein Wunder der Titantechnik. Sie ist uralt, aber die Technologie sagt es nicht den anderen, aber das ist das erste Mal, dass ich eine nicht nur in einem Buch sehe. Ach, seht mich nicht so an. Türen funktionieren seit Jahrtausenden gleich und ich habe einen Plan. Aber es gibt so viel Wissenschaft, von der ich euch erzählen will. Ich glaube immer noch, dass wir sie nach Loam hätten zurückschicken sollen, aber ich vertraue für Bissians Urteilsvermögen. Wir werden unser Schicksal finden. Hm? Oh, ja. Hallo. Hallo.
Glutal wäre es am liebsten, wenn diese Sakarev schon gestern erledigt worden wäre. Völlig verständlich. Ich warte auch nicht gerne. Diese Tür ist unglaublich schwer zu knacken, aber ich habe einen Plan, weil ich immer einen Plan habe. Mein Erfolgsrezept besteht darin, dass ich allen anderen immer einen Schritt voraus bin. Bisher funktionierte das, mehr oder weniger. Bei diesem Plan, ja, benötige ich vielleicht eure Hilfe. Sammelt 6 summende Kugelkerne. Tschüss! Ich bin euch einen Schritt voraus. Es gibt nur eine Sache, die ich nicht bedacht habe. Der Energiekern der Tür ist erschöpft. Keine Ahnung, was ich da tun kann. Hey, meine Sporenpfoten! Was ist mit den Maschinen da draußen? Die so schrecklich laut surren. Ach ja, die Surrkugeln. Ich habe Tuberos herausgefordert, eine anzufassen. Der Arme hat wochenlang nach Rostratte gestunken. Wenn ihr ein paar der Kugeln zur Tür bringt, geht sie vielleicht auf. Klingt nach einem Plan. Okay. Das ist zu weit entfernt. Klingt für mein Verständnis zu einfach, dass man die Tür knacken kann, indem man einfach vor der Tür die Kugeln kaputt macht. Aber schauen wir mal. Dieser vibrierende Kern fühlt sich warm an. Außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Okay. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Beinahe zu einfach mal wieder. Ich habe euch gar nicht da stehen sehen. Habt ihr ein paar dieser Kugeln finden können? Gut, bis später. Ja, Tuberos ist ein Lebensretter. Die müssten genau richtig sein. Und jetzt lasst mich mal kurz den Energiefluss ermitteln und... Ja, nein, ja, okay, vielleicht. Tschüss. Fangen wir an. Die Tür muss auf. Ich freue mich, dass wir Fortschritte machen, doch ich habe eine dumpfe Vorahnung, was uns dort drin erwartet. Je mehr Sakarev über Neltharion erfährt, desto finsterer scheinen seine Absichten zu werden. Ich kann mir kaum vorstellen, was er seinen Leuten erzählt hat. Über mich und die anderen Draktür. Er wird unser Volk auf ewig spalten. Sprecht mit Ranan und fragt nach, wie lange wir noch warten müssen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Klare Himmel und starke Winde. Wie weit seid ihr mit dem Öffnen der Tür? Ich wollte es gerade ausprobieren. Schauen wir mal. Der ist echt anstrengend, der Typ. Virtuelle Observierungsexekutive Vox aktiv. Anfrage eingeben. Hey, nettes Akronym. Vox. Das muss ich mir für eine meiner Erfindungen merken. Ich bin Ranan Korren von der Drachenschuppen-Expedition und wirklich wichtig. Lasst mich bitte rein. Anfragender unbekannt. Zugriff verweigert. Uff. Versucht ihr es mal, Ibyssian. So wie ich Neltharion kenne, habt ihr als Drache bessere Chancen. Ich bin Ibyssian, Sohn von Neltharion und der Schwarzen Drachen. Ich bitte um Einlass. Anfragender unbekannt. Zugriff verweigert. Hä? Komisch. Wir haben keine Zeit dafür, Ranan. Bitte öffnet die Tür. Anfragenden identifiziert. Willkommen, Schuppenkommandantin Glutal. Nun, was sagt man dazu? Ihr konntet die Tür einfach so öffnen. Ich bin auch verwirrt. Woher war... Neltharions Sicherheitsmaßnahmen gestatten nur hochrangigen Soldaten den Zutritt. Das erklärt, wie Sakarev reingekommen ist. Aber warum hat Neltharion denn überhaupt eine... Aber es gibt zu viel Wissenschaft, von der ich euch erzählen... Ja, und während ihr das Gewölbe stürmt, bleibe ich mit Tubi und Perisimona hier und beschütze sie vor
Zeugs. Aber warum hat denn Neltarion ein Titanengewölbe genommen, wenn er doch gegen die Titanen ist? Ist er nicht? Er hat ja Razagev bekämpft. Vergesst es. Nee, das macht Sinn. Ein feiner Tag für etwas Tüftelei. Ihr alle solltet da drin erledigen, was ihr noch zu erledigen habt, damit wir drei da rein können, um uns umzusehen. Ich weiß einfach, dass es da drin ein paar schicke Titanartefakte zum Studieren geben muss. Und ich zittere schon vor Vorfreude. Wie sieht's da drin aus? Könnt ihr es sehen? Ich bin nicht gut im Warten. Tschüss. Okay, der traut sich nicht. Auf euch auf. Ja, ja. Okay, also. Neltarion hatte seinen Draktür-Generälen den Zugang gewährt. Das ist natürlich sehr interessant. Was habt ihr zu berichten? Sakareth wäre niemals alleine hierher gekommen. Am besten bleibt ihr auf der Hut. Bleibt aufrichtig. War dieser Ort hier Neltarions Hort? Da ist es kein Wunder, dass Sakareth danach gesucht hat. Jeder Winkel ist voll von Neltarions Schätzen. Man kann nur erahnen, was Sakareth alles hier zusammengetragen hat. Bleibt in der Nähe. Wir werden unser Schicksal finden. Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Desran? Halt! Ich will nicht kämpfen! Ich habe meine Befehle, Glutal. Ihr dürft nicht passieren. Geht! Berichtet Sakareth von dem Durchbruch! Jawohl! Aber was ist mit euch, Schwingenfürst? Das ist ein Befehl, Amitora! Los! Gewiss! Für die Splitterflammen! Nun, worauf wartet ihr? Beendet es! Streckt mich nieder! Nein! Genug Tote! Sehr weise. Ich kam her, um Sakareth aufzuhalten. Nicht um noch mehr von uns zu töten. Erzählt mir von eurem Ruhm. Mega weise. Informationsplatten. Ein Fragment des Felsbrockes, der Galakrond getötet hat. Er soll als Mahnung dienen, dass wir uns immer anpassen müssen, wenn wir vor anscheinend unüberwindbaren Problemen stehen. Galakrond war ja der riesige Protodrache, der damals alles Leben verschlungen hat und dann von den Aspekten damals noch als Protodrachen getötet wurde. Ein Fragment von Galakrons Klaue. Nosdormus liebstes Schmuckstück. Wir haben vergessen, von wann und wo es ist. Schale eines Protodracheneis. Sie soll daran erinnern, wie weit wir gekommen sind und was wir als Drachen erreicht haben. Warum spielt Galakrond denn jetzt so eine große Rolle? Also ganz früher, bevor es die Aspekte gab, war Galakrond eben da und hat ganz viel Leben zerstört und alles aufgefressen. Wartet mal eben. So, da bin ich wieder. Ja, ist wieder eine tolle Aufnahme, ne? Immer diese Unterbrechungen. Alles so vollgestaubt. So riesiger Staubklumpen. Ich muss Staub wischen. Glutal. Ich bin bereit zu dienen. Ich wollte nicht gegen Desran kämpfen. Sakareths starke Persönlichkeit und manipulativen Worte lassen seine Anhänger selbst seinen wildesten Anweisungen folgen. Klare Himmel und starke Winde. Es beunruhigt mich, dass Desran sich so bereitwillig für Sakareth opfern würde und dass Amythora und Marythos Desran verlassen würden, um ihn zu retten. Wir beide kennen den Verlust des Aufwachens einer neuen Welt, doch Sakareth suhlt sich in unseren finsteren Vergangenheiten. Ich kann nicht zulassen, dass er unsere Leute rekrutiert. Sakareth wartet im Raum nebenan. Ich will ihn nicht töten, doch wir müssen ihn seiner gerechten Strafe zuführen. Als würde das hier schon enden. Kann ich mir nicht vorstellen. Geht vor. Ich versorge Desrans Wunden und stelle sicher, dass er sich nicht einmischt. Es gibt viel zu tun. Sakareth ist dort. Er kann nirgendwo hin. Gebt mir Bescheid, sobald ihr bereit seid. Wir gehen das gemeinsam an. I'm ready. Dient ehrenhaft. Vox, Eindämmungsprotokoll einleiten. Bestätigt. Noch immer in Ebissians Schatten, wie ich sehe. Sakareth,
Unser Konflikt muss enden. Unser Volk eint sein. Ich stimme zu. Vereint wie gedacht. Gebunden an unseren Vater, Neltharion. Der Schwurbinder? Zakareth, nein! Ihr werdet alle vor mir knien! Champion, ich kann nicht. Haltet ihn auf! Nein! Schwurbinder ist mein! Seid ihr deswegen hier? Um uns mit Neltharions Geräten wieder zu versklaven? Das soll Einigkeit schaffen? Was habt ihr getan? Unser Vater ruft uns, Glutal! Hört ihr, wie Neltharion uns nach Aberus lockt? Wie er sagt, wir sollen nehmen, was uns gehört? Es geht euch nicht gut, Zakareth. Kommt mit mir. Vielleicht kann Nibissian... Nein! Ich werde das versprochene Erbe beanspruchen. Vox, Transport einleiten! Koordinaten bestätigt. Transport wird eingeleitet. Zakareth, halt! Er ist fort. Ich... habe nichts erreicht. Es ist noch nicht vorbei. Wisst ihr, wo er hin ist? Ebysian. Er sagte, er höre Neltharions Stimme. Er will nach Aberus. Stimmen im Dunkel. Es könnte noch schlimmer sein als gedacht. Zumindest sind die Draktyr hier nicht mehr unter seiner Kontrolle. Wollte ich gerade sagen, klar haben wir was erreicht. Wir haben verhindert, dass er das Artefakt bekommt. Marythos. Ja? Zakareth hat uns zurückgelassen. Ich hätte ihn nie verlassen. Wäre für ihn gestorben. Aber er ist nicht der Anführer, für den ich ihn hielt. Ich muss mir überlegen, wie ich weitermache. Haltet euch von Ärger fern. Früher erzitterte ich, wenn ich den Namen Glutal hörte. Zakareth erzählte uns, dass sie Schandtaten beging. Ich dachte, sie sei böse, brutal und grausam. Ich sehe nun, dass Zakareth nicht derjenige ist, für den ich ihn gehalten habe. Und Glutal auch nicht. Sie hätte uns töten können, doch nun will sie, dass wir uns ihr anschließen? Lebt wohl! Ja, so wollte er dieses Artefakt benutzen, zerstörter Schwurbinder, den Schwurbinder, um die zu unterwerfen, die sich ihm nicht freiwillig unterwerfen. Es tut gut, euch zu sehen. Glutal wandert auf einem Pfad voller Schmerz und Leid, aber auch voller Wachstum und Wissen. Und in der Mitte von all dem befindet sich Zakareth. Ich hoffe, dass ihr ihren Frieden findet, wenn das alles vorbei ist. Mögen die Winde euch leiten. Ich empfinde mittlerweile nichts als Mitleid für Zakareth. Nichts ist von ihm übrig geblieben. Es ist nur noch eine leere Hülle, die dem Wahnsinn verfallen ist. Bleibt aufrichtig. Ich stehe hier, schaue auf die zwei Splitterflammen und spüre dabei keinen Zorn mehr. Ich erkenne an ihren Augen, wie verwittert sie sind, wie verwirrt sie sind. Und ich sehe, wie sie sich gegenseitig anblicken. Fraglos ob ihrer Zukunft. Sie erinnern mich an mich selbst und an den Moment, als ich mich alleine aus meinem Hort emporschwang, unter mir der Tod, vergessen von den Zeitaltern. Ich muss mit ihnen reden. Begleitet ihr mich? Als Freundin? Wir werden unser Schicksal finden. Ich bin Glutal. Ich weiß, dass ihr gerade etwas Schreckliches durchgemacht habt. Ihr wurdet von eurem Anführer verlassen. Lasst mich euch helfen. Oh, hallo. Glutal würde euch mit offenen Armen empfangen. Süß. Kann ich euch helfen? Würdet ihr euch Glutals Sache anschließen?
Bleibt wachsam. Was ist jetzt hier los? Fangen wir an. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, mit Ihrem Gefühl der Verlassenheit zurechtzukommen. Vielleicht kann ich meine Vergangenheit hinter mir lassen und Sie in eine bessere Zukunft führen. Eine Zukunft, die Sie verdienen. Klare Himmel, kommt mit nach Loam. Wir haben viel zu besprechen. Ich bin hinter euch, Schuppenkommandantin. Das sind wir beide. Na gut, also deswegen, nichts erreicht, das hier hätte richtig gefährlich werden können. Wir leben in harten Zeiten. Ich bin stolz auf Glutals Mitgefühl, Führungsgeist und Geduld. Die Draktür nach und nach zu vereinen, braucht Zeit, doch ich bin optimistisch, was Glutals Zukunft angeht. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Mit Stolz sehe ich, dass Glutal wieder zu einer zuversichtlichen Anführerin erblüht. Ihr Volk braucht sie. Doch dieser Sakere fand, dass Schwurbinder eine Erinnerung... Was? Doch dieser Sakere fand, dass Schwurbinder eine Erinnerung an die Schrecken von Eltarions Erbe und die Torheit ihm zu folgen ist. Doch dieser Sakere fand, dass Schwurbinder eine Erinnerung an die Schrecken von Eltarions Erbe und die Torheit ihm zu folgen ist. Fehlt da nicht ein Komma? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr als seinen billigen Schmuck und sein Geflüster in diesen Höhlen finden werden. Kommt, wir haben viel zu besprechen. Kehren wir nach Loam zurück und sehen wir nach, ob meine Brüder einen Weg gefunden haben, um Phyrak zu unterwerfen. Oh ja, Furorion und Sabilian haben bestimmt viel erreicht. Seid vorsichtig. Furorion und Sabilian. Okay. Na gut, Sakareth ist uns nochmal entglitten. Da ist aber noch ein Artefakt da oben. Aber wir haben, und das sage ich nochmal, verhindert, dass er mit diesem Artefakt einfach alle unterwerfen kann. Konsolenmatrix zerstört, Reparaturen erforderlich, bevor Anmeldedaten geprüft werden können. Nice. Zugriff gewährt. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Nochmal. Zugriff gewährt. Ach so, hier. Gott. Hätte ich jetzt noch 10 Mal gemacht, ne? Gut, ja, deswegen. Sollen wir den nicht mitnehmen hier, den Schwurbinder? Vor allen Dingen hat er ja funktioniert, ne? Habt ihr das gesehen? Er konnte wirklich Glutal zwingen, sich hinzuknien. Titanentransporter. Dieses Gerät verfügt über mehrere Knöpfe, die in unterschiedlichen Konfigurationen gedrückt werden können. Holt mich hier raus. Okay. Gut. Gehen wir mal zurück, oder? Loam. Furorion, Sabilian. Oh je, das wird wieder wild. Kommt, spricht. Mit vollem Magen und klarem Kopf für eine frische Perspektive ist mein Plan, Phyrak auszuschalten. Nun fertig. Ich wünsche, Furorion wäre weniger egozentrisch und etwas entgegenkommender, was die Einladung, meinen Truppen beizutreten angeht. Ich hatte ihm sogar eine hochrangige Position angeboten. Das ist der beste Ausgang für ihn, sobald ich einer der Aspekte werde. Ich werde meinen Recht. Ihr wisst, wer der Aspekt wird, ne? Just saying. Der Dienst bringt Ehre.
Wie es aussieht, haben meine Brüder keine Einigung erzielt und schon gar keinen Plan für unseren nächsten Schritt gegen Fyrak ausgefeilt. Ich bin von ihrer Kinderei frustriert. Ihr solltet mit ihnen reden. Ybystian, ihr seid der einzig Vernünftige hier. Meine Freunde, was für Schätze bringt ihr mir? Ignoriert ihn. Er hat kein Recht auf meines Vaters Besitz. Geht es gerade wirklich darum, wer der rechtmäßige Erbe von Täuschung, Kontrolle und Furcht ist? Ihr habt also etwas gefunden. Ja. Und ich habe es zerstört. Das durftet ihr nicht. Ich hatte jedes Recht. Solange es diese Vorrichtung gab, war meinem Volk die Freiheit verwehrt. Was hat sie getan? Während ihr euch zankt wie bockige Welpen, tat sie, was gut für ihr Volk ist. Lasst die Vergangenheit ruhen. Euer Schwarm braucht euch hier und jetzt. Es kann nur einen Aspekt geben. Und ihr seid? Ich bin erschrocken über Ybysians Tadel. Alle für Neltarion gehörteten mächtigen Objekte hätten sich für uns als nützlich erwiesen, aber er hat recht. Wenn ich ein Aspekt sein will, muss ich allen zeigen, über welche Macht das wahre Erbe des schwarzen Drachenschwarms verfügt. Und beginnen werde ich mit Fyrak. Wow. Fehler geschehen. Ich bin hier, um sie zu beheben. Wenn ihr Ybysians Geschäftspartner genug verhätschelt habt, sollten wir uns wieder dringlicheren Angelegenheiten zuwenden. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Fyrak ausfindig zu machen. Die dürfen wir nicht weiter verzögern. Am Westrand von Zaralek habe ich eine riesige Caldera entdeckt. Wenn Fyrak sich noch dort aufhält, ist es nur logisch, dass er sich in dieser Vulkangegend versteckt. Wir treffen uns dort und sehen dann weiter. Also schön. Wir werden uns... Trefft uns vor der Caldera. Wenn mein Verdacht zutrifft, müssen wir vorsichtig vorgehen. Ybysian, ich glaube, ihr und euer Champion reicht aus. Kein Grund, andere mit hineinzuziehen. Es ist vielleicht besser so. Ja, ich finde, Ybysian sollte der Aspekt werden. Definitiv muss... Nichts gegen Furorion. Der ist echt cool. Aber ein Aspekt muss nicht cool sein, sondern... Gut, das sieht cool aus. Das sieht aus, als wäre sie, naja, so Wahl persönlich. Es gibt viel zu entdecken. Ihr wisst schon. Leb wohl. Der Kerkermeister, meinte ich natürlich. Sieht das aus ohne Helm? Boah, die Dinger hier. Okay. Schließ das Rennen ab, schließ das Rennen ab. Ein bisschen Zeit haben wir noch, oder? Oder? Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute. Ein Rennen können wir noch machen. Es ist ein klarer Tag mit besonders günstigen Winden. Ich weiß, die haben wir schon mal nicht geschafft. Ich will die gerne auf Gold schaffen. Thank you.
Gut gemacht. Ihr und euer Fluchtwache seid begnadet. Bringt das denn auch Ruf? Bei den Niffen oder so? Nö, ne? Guanit. Meine Goblin-Kollegen sind, vom explosiven Potenzial von Guanit fasziniert. Falls ihr Schiefer schwingen seht, also, hinterlassen das Zeug. Was? Was ist denn das denn? Guanit. Das ist AA, oder? Ist Guanit einfach AA, also Code. Ach toll, ist das spawnt auch noch. Ich muss näher ran. Okay. Ja, die Region hier sieht cool aus. Wie viele haben wir? 11. Wie droppt denn so einer? Ich bin außer Reichweite. Naja, da lohnt sich das Töten nicht. Uah. Säureklaue. Uah, sieht aus wie ein Meierlurk. Meierlurk? Ja. Vorlaut. Geisterhafte Forscherin. Okay. Dieser Ort hat auch sehr viel Leid gesehen. Wenn man sich die ganzen Geister und Experimente jetzt schon wieder anguckt. Hier oben drauf gibt es auch welche, guck mal. Das sieht schon sehr mächtig aus, ne? Ich muss näher ran. Oder? Ihr habt ein Händchen dafür. Wenn auch nicht wörtlich. Hoffentlich. Zumindest nicht ohne Handschuhe. Er ist so furchtbar. Gut, Leute, beim nächsten Mal machen wir ja weiter. Offizieller Post von Blizzard, ab einem gewissen Punkt geht die Kampagne erst nächste Woche weiter. Also wir werden auf jeden Fall irgendwann einen Hardcut haben, der uns dann am Weiterspielen der Story hindern wird. Das Flüstern wurde lauter, als ich mich näherte. Wie fühlt ihr euch, Sabelian? Ihr seht nicht gut aus. Geht schon. Ich musste mein ganzes Leben lang dem Ruf der Dunkelheit widerstehen. Ich dachte, nach dem Totensorfs wäre sie weg. Aber das Böse stirbt nie. Ja, weil N'Zoth als alter Gott ja einer derjenigen war, der in Neltharion und die Erdwächter reingeflüstert hat. Und nach Neltharions Tod, nach dem Tod von N'Zoth hätte man ja denken können, dass der schwarze Drachenschwarm, der ja aufgrund der Verbundenheit zur Erde eben immer dieses Flüstern der alten Götter gehört hat, dass das aufhört, aber scheinbar nicht. Nochmal ganz kurzer Story-Reminder. Die Titanen kommen auf die Erde oder auch nach Azeroth und sperren die alten Götter unter der Erde ein, die während der Zeit des Schwarzen Imperiums über Azeroth herrschen
Und ernenne später die Aspekte. Neltharion als Erdwächter wacht über die Erde, aber aufgrund seiner Nähe zu den eingesperrten alten Göttern wird er wahnsinnig und hörig und dient dann den alten Göttern und wird dann als Todesschwinge böse. Und Übysian, Sabellian, genauso aber auch Furorion sind als Nachkommen Neltharions von diesem Schicksal betroffen, die eben genauso das Flüstern der alten Götter hören. Gut, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Wir suchen nach Fyrak und wollen die Inkarnation des Feuers aufhalten. Ich bin gespannt. Es sieht nach Jaradin aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.